Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Show Minecraft Texture Packs. Wie ihr sehen könnt, ihr erkennt das Spiel kaum wieder. Im Hintergrund ist ja noch unsere Wohnung, die wir uns gebaut haben, das erkennt ihr ja. Und allgemein sieht alles sehr viel besser aus, bis auf den Klimaanlagenblock, der ist jetzt noch so ziemlich unverändert geblieben. Aber ansonsten hat sich alles drastisch gebessert. Die Texturen sind um fast 2% detaillierter. Und wie ihr sehen könnt, hat sich auch die Textur vom Bogen verändert. Sogar die Schussanimation ist jetzt ein bisschen anders. Ja, das wäre eigentlich alles. Jetzt fallen wir erstmal. Das ist ja nicht schlimm, weil wir sind ja hier im God-Mode. Wir spielen ja Creative. Oh, dann schießen wir mal diesen Creeper hier, bevor er explodieren kann. Da hinten sehen wir... Oh, da hinten ist ein Enderman. Dann fahren wir lieber mal weg, bevor er ausschaltet. Jetzt haben wir ihn angeguckt, jetzt ist er ausgestiegen. Ja, dann fahren wir mal weg. Und da war ein skalpierter Johnny-LKW. Den haben wir jetzt mal alle ignoriert, okay? Und die Lex. Die und auch. Ich kann nur sagen, das ist der Grund, warum wir kein Minecraft Let's Playen. Was Niemals. Tun wir dann gerade? Alex, hast du mich etwa betrogen? Mit der Sektflasche. Warte mal, diese... Okay, das sind Geisterlaternenmasten. Ich schlussfolgere, ich muss aussteigen. Damit ich zum Unruheherd gelange. Ah! Fuck. Wollen die meine Kriminalität etwa hier irgendwie behindern? Das ist nicht ihr Job, Polizist. Sie sollen nur in Flammen stehen. So, wir haben jetzt schon gefühlte 2 Stunden hier Soundchecks gemacht und hatten jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass wir noch hier im echt tatsächlichen Let's Play noch besser sein können. Ja. Doch wenn wir jetzt sehr viel schlechter sein, ist wie beim Soundtest, den wir ja so gesehen nicht aufgenommen haben. Ich will nur ein bisschen rumjammern. Und genau wie dieses Base-Fahrräder. So, ihr brennt jetzt, ne? Das ist schön. Macht weiter. Gute Arbeit, Jungs. Oh shit! Ihr nervt. Also ich nerve auch, darum mag ich euch eigentlich und so drücke ich Zuneigung aus. Warum liebt ihr mich nicht auch? Oh, fuck it. Hacked it. Shit, UFO. Und nochmal, komm, ist gleich wieder aufgeladen, gleich wieder aufgeladen, gleich wieder aufgeladen und brennt. Sagte er und traf einen. Oh. Fälschliche Anwendung des Plurals, zerstört Träume. Das ist Neger-Hulk. Hast du gerade was gesagt, was zufälligerweise irgendwie rassistisch hätte sein können? Nein. Nee, ja gut, halt, dann waren also das nur wieder meine kranken Fantasien, die ich immer habe, wenn ich hier durch Lavaregen laufe. Ist ja, dann kannst du mir mal hier kurz zur Hand gehen. Oh shit. Aber immer doch, wo ist denn bitte unser Spider-Man-Hulk hier? Ja, da offensichtlich kommt. Ist niemand da. Ich würde sagen, das ist ganz normales Wetter. Oh shit. Und ich hüpfe einfach mal. Hat das die Lage irgendwie verbessert ohne, oder kann das so sein? Schade, schade. Renne. Und jetzt macht er den Sonic. Das machen alle Gegner, wenn sie in Ecke gedrängt werden. Sonic imitieren. Und meine Verbindung zum Host wurde unterbrochen, das ist meine Art zu fliehen. Was, ernsthaft? Ja, das wurde sie. Das ist jetzt nicht so geil. Also ich finde es super, muss ich sagen. Fast so geil wie den Aufnahmestopp hier, aber nur fast. Ja, ich denke, ich falle nicht unbedingt in der Menge auf. Was guckst du so? Hä? Geh weiter. Du bist nicht die Person, die ich gerade angeschrien habe. Wen kümmert das? Geh weiter. So, nach diesem fabulösen Tarnungsakt, den ich hier vollzogen habe. Ha, ich habe einen Akt vollzogen. Das klingt zweideutig, wenn man 12 Jahre alt ist. Wie dem auch sei, wieder mal ein Disconnect und irgendwie muss man den Scheiß hier wieder einleiten. Kann man genauso gut Glaskugeln kaputt machen. Ganz genau. Genau. Husch. Bumm. Am Körper, oh. Am Körper. Ich, wow. Wenn ich den Kopf mal annehme, wird das wehtun. Nein. Oh, kein Passant. Und so. Aber Klopapier. Wenn ich Klopapier habe, bin ich glücklich. Taxi. Du sagen, du hast versagt. Wieso? Ich hab den Passanten neben dir erwischt. Also das war mehr als genug. Ah, du hast mir das Leben gerettet. Ja, das ist sehr nett von dir. Viel wichtiger dieser. Furry ist genauso smooth ausgewichen wie ich gerade. Nur mit mehr Plan, denke ich. Ja, genau, renn vors Auto. Ich bezahle das nicht, das war suizidal. Diese Frau wollte das. Die auch. Die auch. Definitiv auch. Ja. Uhuhu. Ich bin ewig nicht mehr Auto gefahren, merke ich gerade. Also richtig Auto gefahren. Und ja, das gilt für ein ehriges richtig Autofahren, was ich hier mache. Ich könnte mal so jemanden von der Straße drängen. Vorzugsweise mich selbst natürlich. Ist immer mein Liebstes. So, und dann
den einfach drunter durchfahren. So, okay, dann schauen wir mal. Ups, das war die falsche Seite. Ja, das war's allerdings. Ihr wisst ja immer, wenn ihr im Straßenverkehr Probleme habt, fahrt einfach unter denen durch. Ihr seht ja, wie gut das klappt. Bei Passanten wie LKWs gleichermaßen. Einfach drunter durchwieseln. Am besten klappt das, wenn ihr ein Smart fahrt, aber dann seid ihr ohnehin keine Menschen. Dann seid ihr nur Pickel. Dann seid ihr laufende Pickel. Das war alles, was ich sagen wollte. Darum ist die dramatische Pause und die Telekinese-Mülltonne, die nicht passiert ist. Ach nein, ich habe einen Typen aufgehoben. Ja, film das mal. Ey, komm, das ist jetzt die neue Schweben-Challenge. Wir filmen die jetzt auf dem iPhone. Ach, du musst die Schweben-Challenge ruinieren. Ja, ihr seid tolle Leute. Oh. Aber ich spreng mich in die Luft. Ich denke, wir sind... Also, ich habe mal hier ganz kurz eine Mission so gestartet, damit wir überhaupt mal vorankommen und nicht einfach nur die ganze Zeit wahllos Aliens erschießen. Ja, so war eigentlich der Plan. Das ist ja nicht Duke Nukem, das ist Duke Nukem mit Superkräften hier. Das ist der Titel. Schaut nach. Steht im Let's Play. Ja. Denke ich. Und schafft das noch auf die Bahnsteige? Schafft er es? Natürlich schafft er es. Und hüpft trotzdem sehr leggig. Wen kümmert's? Ich bin da. Ich lasse Sachen schweben, ich töte alles. Okay, jedenfalls im Plan. In der Theorie meine ich. Jetzt wird natürlich der wieder. Laterne umgebracht. Oh, nein, das war ich. Ah, wo kommst denn du her? Nichts gegen random Charaktere, die einfach so auftauchen. In Animes ist das immer cool, aber hier ist das auch ziemlich cool. Ne? Und überhitzt. So, wo ist mein Messerwerfer? Ah ja, genau, hier. Bei dem Icon für den Messerwerfer. Das Spiel überrascht mich immer wieder aufs Neue. Oh, das ist explodiert. Wer erwartet denn sowas bei Autos? Los geht's! Oh, achso, ich dachte schon, dass meine Verbindung zum Host unterbrochen wurde. Aber wer denkt denn sowas, nicht wahr? Ganz ruhig, Erik. Du bist ein Gänseblümchen mit einem Messerwerfer. Alles ist gut. Nicht wirklich, oder? Doch, wirklich. Ja. Fuck! In der Tat, mein Freund, in der Tat. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich hatte nicht damit gerechnet. Darum bin ich blutverschmiert. Was ist das? Oh mein Gott, nur ein bisschen abgelaufene Milch. Wer wirft denn sowas weg? Erik, du weißt schon, dass ich hier bin. Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Folge Let's Schäme dich zu Tode. Und damit sind wir auch schon weg. Die Folge ist vorbei. Ah, fuck it. Mein schönes Täuschungsmanöver. So. Wir haben jetzt einfach mal den Host gewechselt. Stupide und einfallslos, wie wir sind. Und beten zum allmächtigen Spaghetti-Monster, zur magischen Miesmuschel und zur magischen Süßkartoffel, dass jetzt bitte alles ordentlich laufen soll. Denn wenn das Spiel nach 4 Minuten uns immer rauswirft, dann können wir ja schlecht... Irgendwann Sinjek, die Wirbelsäule frei. So, dann gehen wir mal in die Bar. Ja, ich bin schon da. Bin wie immer, bis bei Baren häufig der Fall. Bei Baren, ja, es ist die Mehrzahl. So funktioniert das, ne? Hat mir Minecraft denn gar nichts beigebracht. Nein, eigentlich nicht. Das ist wahr. Okay. Ja, das ist toll. Ich würde trotzdem auf Oleg tippen. Definitiv. Also, ich setze mein Geld auf Oleg in einem Kampf. Oleg gegen X, gegen irgendwas einfach, okay? Ja. Oleg versus Sinjeks Mutterschiff. Ich bleib bei Oleg. Obwohl Sinjeks Mutterschiff durch die Zeit... Was hat der für einen hässlichen Anzug? Wer hat einen Anzug? Oh, ach Gott, nein. Warum ist der mit dabei? Andererseits, schauen wir uns mal an. Ich glaube nicht, dass Matt in diese Richtung schwingt. Oder in irgendwas Dreidimensionales. Gut. Oh mein Gott, mein Gesicht. Schau dir mein Gesicht an. Warum ist da ein Bild von Karl Marx im Hintergrund? Mit Glatze. Oh, shit. Hat der das Star Wars Zeichen auf seiner Kleidung? Vom Imperium? Ja, so in etwa fast. Ja, darauf achte ich auch gerade. Auf Star Wars Zeichen. Oh, damn, son. Naja, wenigstens hat er Eier, ne? Also. Und der Typ macht einfach seinen Job. Er kann es sich nicht leisten, diese Praktikumsstelle zu verlieren. Oh.
vergessen, was ich mir die Praktikumsstelle gesagt habe. Der Typ hat sie nicht verdient. Wow, sie kann durch Tische gehen. Ja, wir können die Realität verändern. Ja, der Hintergrund ist nicht ohne jeden Grund so knallrot. Das ist mein persönlicher Traum. Dein Pornokiller. Okay, hab schon verstanden. Mein das böser vergessen wir mal wieder schnell. Ich nenne ihn ja immer Schlafwandelnder Erik. In Wahrheit bin das war einfach nur ich, wenn ich ein bisschen besoffen bin. Oder sehr nüchtern. Genau. Nennen wir es einfach ein bisschen. Oder sehr nüchtern. Beides dasselbe mir. Nennen wir es ein bisschen. Ja, dann lass mal. Da ist er ja schon. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Dass ich diesen bösen Zwilling so schnell finde, ist auch ein Zufall. Aber der ist sehr zäh, muss ich sagen. Er hält mehr aus, als ich gedacht hätte. Komm, der ist offensichtlich böse und hässlich. Was sonst wollen wir noch? Da vorne ist eine Wache. Ja, dann swaggen wir mal hier rum und blockieren die Sicht. Kann unser böser Zwilling nichts mehr sehen. Okay, ohne aufzufallen. Schieße die Lichter aus. Aber sie sind so schön grün. Ich muss zum Augenarzt. Taugt unsere Krankenkasse was? Boah, das sind gar keine Amerikaner. Noch eine Lampe. Komplexe Gegner. Weiß nicht, was ich tun soll. Will Takedown, wenn ich ehrlich bin. Du klingst wie Gronkh, also hör bitte auf. Was? Du klangst gerade eben wirklich wie Gronkh, so... Was? Ja gut, wie klingt Gronkh der... Oh, Alex, komm du Banause! Der muss gemessert werden, du kannst doch nicht einfach jemanden von hinten erschießen! Hast du nicht den Sound gehört, der kam? Ich hab das Licht ausgeboostet und dann so, win! Nee, leider nicht. Bleib in Deckung. Kann ich ihn... Zip! Na geht doch. So macht man das, okay? Was ist das macht man doch so, ist mir egal, was ihr sagt. Oh, das war okay. Geplant. Ich sollte vielleicht mal meine Missionsaufgaben lesen, bevor ich etwas tue. Wahrscheinlich. Also Lichter ausschießen war es, nicht wahr? Das war doch der Plan. Warte, die Ecke geht noch. Nein, Alex. Bisschen, oh, jetzt hast du sie in die Wand gebackt, toll. Jetzt wird sie da verhungern. Oder auch nicht, das weiß ich schon. Der ist über seinem Kopf, what the fuck. Was ist hier eigentlich für ein Gas ausgelaufen? Oder waren die Bohnen schlecht, die es von deiner Kantine gab? Jetzt hör mal auf den Sound, der kommt. Win! Ah, der Metal Gear Solid Sound. Aber den hätten wir doch messern können, jetzt mal ehrlich. Egal. Den jetzt vielleicht nicht gerade, aber... Bleib in Deckung. Ich denke, das mache ich gut. Mach einen guten Job gerade. Ich stehe einfach nur rum und bin gedeckt. Ja, ja. Hypothek ist abbezahlt, der Kredit ist gedeckt. Öffne den Luftschacht. Also einfach nur warten, okay. Das kann nicht so schlecht. Ich muss mit meinen dürren Armen und meinen schmalen Schultern protzen. Ich bin schneller. Und er geht in eine scharfe Rechtskurve. Alex liegt um Nasenhaarlänge vor, was weiß ich. Und er eilt hinterher, er versucht ihm in die Achsel zu schießen, aber er verkackt einfach. Sie laufen über irgendeine leuchtende orange Fläche. Alex bereitet sich darauf vor, rechts abzubiegen. Er blinkt und er schießt einfach irgendjemanden. Genau, wie immer. Ein bisschen antiklimatisch, aber naja, warum nicht? Lass mal kurz, das schießt nicht alles weg, bevor ich sehen kann. Ich will sehen, was wir töten. Zwei Lichter und zwei... Wow, wir haben eine Nutte. Das Licht wird ausgeschaltet. Okay. Jetzt wird's interessant. Warte, das muss doch... Och Mann, Junge! Ein Messer geben Sie! Das ist jetzt nicht annähernd so amüsant, aber... Die wehrt sich doch nicht mal. Die dachten, sie wird dafür bezahlt. Ja, manche Leute haben solche Interessen. Ich gehöre dazu. Meine schlimmste Eigenschaft mal 1000. Ich liebe diesen Typen. Oh, shit. Ich stelle dir mal 1000 Eriks in einer Person vor. Stell's dir vor. Dein Verstand muss versuchen, dieses Grauen zu erfassen. Kannst du das? Nein, ich versuche nicht. Ja, ich auch nicht wirklich. Wir sollen in Deckung bleiben. Ja, das warten wir einfach mal. Hier läuft was schief. Nein, nein, ich glaube, noch geht's gut. Das soll so. Ja, ja. Ja, einen Moment. Nee, ich kann mich nicht weiter ducken. Schade, das wäre lustig gewesen. Also pubertär, kindisch, niveaulos, erbärmlich, nervig, lustig. Eigentlich nicht. So, jetzt haben wir sie umgebracht, jetzt können wir sie wieder aufheben und jetzt... Wir haben sie gerade neu gestartet, wie so ein Router, ne? Ja,
Da geht doch. Einfach niederschießen und wieder aufheben, Alter, dann funktioniert das. Wir schlussfolgern, Asha ist einfach ein Router. Sie ist das Internet. Dann Alex, sie funktioniert gerade. Never touch a running ass. System meine ich. Dasha, is that? Oh, es leuchtet grün, geil. The facility is just ahead. Oh, das sieht aus wie. Das sieht aus wie ich, wenn ich in der Party eingeschlafen bin, jetzt mal das ehrlich. Das sieht aus wie GLP als Mensch. Nein, das sieht aus wie. Es würde man auf einer Party einschlafen und irgendjemand Unkreatives malt einem einen hässlichen Schnurrbart. Pass auf. Ja, sicher doch! Wir sind alles fucking klar. Stealth! Oh, das werden die niemals kommen sehen. Alex, warte mal, lass mich bitte. Ich mach die Kartonaugen. 2 Wochen vom Ruhestand, das ist immer am tragischsten. Und du wirst gar nicht wissen, was jetzt unter diesem Karton abgeht. Okay. Ich muss mich kurz verstecken. Den nächsten krieg ich aber, okay? Ja, komm, der kommt auf dich zu. Ja, erst muss ich Kartonpflicht machen, ja? Ja, pass auf, versteck mal. Ja, ja. Karton. Ich bin der Karton. Karton, Karton. Die Essenz des Kartons. Es ist aber nicht, ich komme wieder, oder? Das wäre jetzt ein bisschen unangebracht. Berühmtes Filmzitat, ey, das sind letzte Worte. Karton. Ganz genau. Hallo. Asha, hey. Du bist das. Ich kann ihn nicht messern. Du hast nicht wie ein Karton gedacht, Alex. Du musst der Karton werden. Deine Essenz muss Pappe sein. Okay. Womit bewegst du dich, hä? Sag mal, antworte mir. Pappe. Mit Wellpappe, Mann. Du denkst noch nicht ordentlich darüber nach. Oh, mein Karton. Kann ich nicht 2 Kartons nehmen? Bin ich dir nicht doppelt so gut getarnt? Und ich zuckele meinem Karton vorwärts. Ich weiß nicht, wie der Text weitergeht. Darum messe ich jetzt mit. Oder auch nicht. Du. Ignoriere den Karton. Karton! Karton Power! Ah, ich kann auch nicht mehr messern. Toll. Nimm den anderen Karton! Er hat mich ja so gesehen. Ich muss hinter ihnen bleiben. Ja.